Moin, moin! Hier ist er wieder, der Bart von Osterholz, der immer so fröhlich mit den großen orangen Händen auf irgendwelchen Sachen herumtrommelt. Auch diese hier gehört mir mal mit. Oh, hör mal. Bremsspuren. Auch diese hier gehört mir mal wieder nicht, deswegen trommle ich auch nur sehr verhalten. Die stammt aus derselben Quelle wie auch die Linden und Funke, die ich vor einiger Zeit mal hier hatte. Ne, der gräbt die irgendwie ganz unten aus dem Keller aus. Und ja, die soll ich für ihn verkaufen, weil er mit Computern auf allerbestem Kriegsfuß steht und mit IGAN so gar nicht klarkommt. Ja, und der Vorteil für mich ist, ich kann immer vorher noch ein Video davon machen. Und deswegen mache ich das jetzt. Ja, das Ding ist schon so ein bisschen älter. Es ist kein... Doch, es ist ein F-Zeichen sogar drauf. Ich habe ein bisschen gesucht, weil das ein bisschen flach ist. Aber hier. Baujahr ist 0872. Na, und ja, ich würde sagen, nach dem Vorlesen kommt eigentlich nur das Vorlesen. Hier steht nur üblicherweise Kaliber 4,5, Punkt 177, eine Seriennummer... ein F-Zeichen, ja, dann steht hier irgendwie Made in Germany und dann Diana typisch ab einem gewissen Baujahr eben ganz winzig klein 0872, also August 1972 gebastelt. Diana 35 steht auch drauf, sinnigerweise. Und ich glaube, damit sind wir mit dem Durchlesen auch durch, ne? Ja, wenn es zu lesen gibt, dann würde ich sagen, gucken wir uns den Rest mal an, fangen wir mit dem Holz mal an. Also erstmal, es ist auffallend schwarz. Ich sehe hier zig Macken und Kratzer, wie das nach, warte mal, 72, dann ist das Ding 30, 50, ja, so 52 Jahre alt ungefähr. Ja, nach so 52 Jahren darf es auch Kratzer und Macken geben. Was ich nicht sehe, ist unter den Kratzern irgendeine Art von Braun. Das heißt, es besteht die vage Möglichkeit, dass das Ding tatsächlich... in Schwarz das Licht der Welt erblickt hat. Ich sehe hier auch an den Stellen, die normalerweise nicht großartig lackiert werden, das ist so dunkel gebeizt, ne? So dunkelgrau irgendwie. Also es besteht die Möglichkeit, dass das Ding tatsächlich schwarz war. Wobei ich nicht festlegen will, dass da nicht irgendeine Farbschicht mal drunter war. Ich sehe nur keine. Ja, wir haben also einen Schaft, sehr normal, mit Fischhaut. Das heißt immer gleich, es war mal ein bisschen teurer. Wir haben, das finde ich immer wieder Knorke, diese braunen Anschlagkappen hier hinten drauf. Finde ich sehr schick. Weiß abgesetzt, auch das kostete irgendwann mal alles extra. Es ist immerhin eine drauf, es ist quer geriffelt, es ist, ja, Bakelit, Kunststoff, keine Ahnung. Und es ist praktischerweise gerade, das heißt, wenn irgendjemand vorhat, hier frevelnderweise an so einem Oldie noch irgendwie eine Verlängerung anzubringen, kann dann hier mühelos dazwischen schrauben. Der Anschlag ist... Ja, gefällt mir gut. Ist okay. Länge. Okay, also für mich könnten da jetzt noch... Na, 3-4 cm könnten für mich noch länger sein. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht gerade der kleinste Mensch dieses Planeten. Von daher mag das für die meisten einfach ganz normal passen. Sie ist auch vom Gewicht her, das merkt man, deutlich mehr als eine Diana 25 oder sowas. Also ist schon eine andere Größenordnung. Ja, wenn wir Holz auch schon durch sind, dann kommt ja als nächstes immer der Abzug. Mal gucken. Also, ein Abzug, Abzugsbügel aus Stahl, alles natürliche, deutsche Produktion, ne? Also natürlich alles eingefräst, alles versenkt. Das Züngeln ist hohl, ist also ein Stahlblech gebogen. Und hier oben sehen wir ein Loch. Ein Loch ist immer gut. Hier drunten sind zwei Einstellschrauben. Ich halte sie euch mal vor die Nase, soweit das hier geht, ohne Dinge zu beschädigen. Also sind zwei Einstellschrauben, die ganz schwer auf einen einstellbaren Abzug schließen lassen. Was sie genau machen, weiß ich nicht. Da müsste sich jemand bequemen, eine Anleitung herauszusuchen. Entweder man kann damit Vorzug und Abzugsgewicht einstellen oder was es auch gibt, die eine Schraube ist eigentlich nur zum Kontern und die andere ist dann für das Abzugsgewicht zuständig. Tja, bei einem Diana-Abzug, ich weiß nicht, da zwei Schrauben, sie sehen eigentlich eher nach zwei verschiedenen Stellschrauben aus. Das probieren wir auch gleich nochmal aus, ne? Ist ja klar. Dann haben wir hier oben eine Zähfernrohrschiene 11 mm und zwar nicht eingefräst, sondern aufgesetzt. Hier vorne fehlt die Kimme komplett und es ist oben alles drauf geriffelt.
Es besteht also die Möglichkeit, dass das Ding irgendwann mal mit einem Diopter ausgeliefert worden ist. Aber ich weiß nicht, zur damaligen Zeit, ich denke eher, dass man Zielfernrohr Kim und Korn benutzt hat. Korn ist aber interessanterweise ein Tunnelkorn oder ein Korntunnel, wie immer, mit einem Dachkorn. Wie immer weise ich darauf hin, ihr seid nur eine Kamera, nur deswegen kann ich euch das Ding viel vor die Nase halten. Und ihr seht gar nichts, ne? Ich versuch's mal so. Ja, ist also ein ganz normales Dachkorn, ne? So spitz halt. Aufgeschraubt, kann also abgenommen werden. Und es ist interessanterweise hier dieser geriffelte Tunnel. Das heißt, man kann das rausschrauben und dann, oder lockern und dann kann man hier oben in diesem Einsatz, den kann man rausnehmen und das vorhandene Dachkorn zum Beispiel ersetzen durch ein Balkenkorn, durch ein Ringkorn. Und deswegen würde ich sagen, also es wäre schon durchaus möglich, dass hier ein Diopter drauf gesessen hat. Aber jetzt sitzt keiner drauf. Na, hier merkt man wieder die Schubstange. Man kann es hören. Und dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt mal zu den Feinheiten, nämlich öffnen. Das werdet ihr nicht sehen, das Öffnen, weil ich schneide ja immer so bis Barthöhe. Schneide ich ab. Deswegen kriegt ihr das nicht mit. Glaubt mir einfach, es lässt sich sehr leicht, sehr angenehm öffnen. Ja, man hört eine Feder, aber sehr verhalten. Die Spannkraft ist, boah, würde ich sagen, normal. Also nichts, was herauskracht. Jetzt versuche ich mal, ob ich abziehen kann in gespanntem Zustand. Deswegen halte ich das hier auch schön fest. Der Vorzug ist relativ kurz. Ich würde mal sagen, 1,5 mm. Und dann der Abschlusswiderstand ist... Ah ja, dann kriecht es ein bisschen. Kriecht sogar ein ganzes Ende. Oh ja, aber der Abzug ist angenehm. Der Abzug ist butterweich, aber nach Kriechen. Das heißt also, man könnte wahrscheinlich an den Schräublein einstellen, dass dieser Abzugsweg sehr, sehr kurz ist, sehr, sehr trocken. Habe ich aber nicht versucht. Also ich fange nicht an sowas hier rumzuschrauben oder zu hoffen, dass ich eine bessere Einstellung hinkriege als der damit vorher 50 Jahre geschossen hat. Ja, aber ein schöner weicher Abzug. Dann tun wir hier nochmal einfach ein Bleistück rein und gucken mal, was der Prellschlagkomprimierer daraus macht. Ich sehe übrigens hier, jetzt wo ich gerade den Diabolo da reinquetsche, irgendwer muss die Dichtung hier schon mal ausgewechselt haben. Die sieht eigentlich aus wie neu. Ne, da hat schon mal jemand was gemacht. Ich habe bis jetzt nur ganz, 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 ganz wenige Dichtungen ausgewechselt und habe festgestellt, das ist bei vielen nicht einfach nur ein O-Ring, sondern manchmal ist das so ein tonnenförmiges Ding, also richtig Zentimeter tief, die da reingehen. Egal, wir ziehen jetzt einfach am Lauf seitlich vorbei, wieder mal mit ausgestrecktem Ellenbogen auf den Kugelfang und haben hier dasselbe, also 1,5 mm, sage ich jetzt einfach mal so gefühlt, Vorzug. Kriecht ein bisschen und bricht dann sehr erfreulich weich. Sehr angenehm. Dann gucken wir doch mal nach Zahlen. Ich weiß, ihr wollt sowas sehen. Also erstmal fangen wir hiermit an. Da haben wir Diana 35, Seriennummer. Kein Einkaufspreis, weil ich es ja nicht gekauft habe. Entsprechend auch kein Neupreis, weil das wird man neu so nicht mehr kriegen. Energie um die 5 Joule. Mittlerweile muss ich nicht jedes Mal in den Computer gucken, sondern ich habe das hier mit eingetragen in der Liste, weil irgendwann mache ich mal so eine Hitliste der Mündungsenergien. Also um die 5 Joule, das können auch mal 5,2, 4,8, also um den Dreh rum. Und es steht drauf, das Fertigungsdatum 0872. Nicht weiter kompliziert, ne? Und die 5 Joule, ne? Also es kann sein, dass nach etwas über 50 Jahren die Feder vielleicht ein bisschen schlapp ist. Es kann sein, dass eine womöglich Lederdichtung vielleicht ein bisschen Öl braucht. Es kann aber auch sein, dass damals einfach keine Sau interessiert hat, ob das Ding nun bis 7,5 Joule rankommt oder weniger hat, weil messen konnte es eh keiner, zumindest nicht im Heimbereich. So, dann müssen wir die ganzen Zielscheiben hier mal irgendwie so sortieren, dass ich da auch rankomme. Das wäre schlau. So, schwupps, mittendrin ein Filmschnitt, dass die Flinte ist verschwunden. Mir ist aufgefallen, ich Depp, habe die falsche Zielscheibe in die Kamera gehalten und obwohl es oben drauf steht, habe ich es nicht gemerkt. Dann reiche ich hiermit also die richtige Zielscheibe nach. So,
10 Schuss sitzend aufgelegt. 10 Meter mit Zielfernrohr per Dauts. Ja. Kann man mit leben, denke ich, ne? Wir wollen nicht vergessen, das gute Stück ist über 50 Jahre alt. Und ich habe hier eine ganze Menge auf dem Tisch gehabt, was nagelneu das hier nicht schafft. Ja. Also ich würde sagen, ist halt Diana, ne? Früher, als ich noch klein war, fand ich Diana voll doof, weil dieser Name Diana, der klingt so kraftlos. Nicht irgendwie wie Harakiri 2000 oder so, sondern Diana, die Göttin der Jagd. Diana wird logischerweise in England als Artemis verkauft, zumindest sind die gleichen Flinten aus China, weil Artemis ist der griechische Name für Diana, ne? Also der Göttin der Jagd auf Griechisch und Diana ist dann halt die römische Variante. Ja, ja, ne? So, Und jetzt weiter, da wo ich eben rausgeschnitten hatte. Jetzt fehlt mir so vom Ablauf her ein bisschen dieses, ich greife mal zum Tablet. Aber das brauche ich ja gar nicht mehr. Es geht ja eigentlich immer nur um die Jewel-Geschichten. Die habe ich ja auf der Liste jetzt mit drauf. Was wir mal machen können, spaßeshalber. Ach, lohnt das den Aufwand? Ich meine, ich kann hiermit ja mal in den Lauf gucken, aber da sieht man auch nur gedrehte Züge. Und leider ist das, was man dann hier auf dem Monitor so ins Bild hält, optisch nicht so der Knaller. Also ein abgefilmtes Tablet-Dingens ist nicht so der Burner. Ich will mal versuchen, ob ich das Ding, das ist ja alles hier mit Netz, ne, ob ich den irgendwie mit meinem Computer verbinden kann, dass ich dann über die Videosoftware direkt das Bild einspiegeln kann. Und dann haben wir auch ein viel schöneres Bild. Sehen wir allerdings auch nur gedrehte Züge, ne? Und die sind eigentlich immer blank, weil Blei schießt den Rost ja sowieso da raus. Ja, na gut. Ja Mensch, dann habe ich ja eigentlich gar nicht mehr... Das kommt mir so kurz vor, habe ich noch nicht alles erzählt? 12 Minuten? Ist aber wirklich wenig. Ich habe das gemacht, einen Zettel. Ich habe die Karte, ich habe den Tablet virtuell und ja... Und ich weiß, der Bart ist schief. Darüber habe ich aber in dem Kapselvideo eben schon referiert. Ne? Ich weise nur noch mal kurz darauf hin, für alle, die mir sagen möchten, dass der Bart schief ist. Der Bart ist schief, ich weiß das. So. Na Mensch, ein schöner alter Oldie. Und dann habe ich gar nicht so viel drüber zu erzählen. Naja, es ist, wie es ist. Gut, dann würde ich sagen, danke ich euch wieder mal fürs Reinhören. Trommel nur sehr verhalten drauf rum. Und erwähne diesmal ausdrücklich nicht, dass ich der Mann bin, der seine Kamera ganz alleine und ohne fremde Hilfe wieder ausschalten muss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, dann bis zum nächsten Mal.